Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem PAX Trader. Und heute habe ich mal wieder 5 Adrenalin XL WM 2014 in Brasilien Booster Packs für euch. Ein Iniesta Pack glaube ich. Nein, 2. Ein Neymar Pack und 2 Messi Packs. Und dann kann ich ja gleich mal andeuten. Ich habe jetzt einen zweiten Kanal mir erstellt. PAX United heißt der. Habe ich auch in meiner Abo-Box. Und unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal der Link, da werden halt nur Openings kommen, für diejenigen, die nur Openings sehen wollen, aber natürlich kommen hier bei PAX Trader und PAX United verschiedene Openings, das ist ja klar, deswegen schaltet einfach mal durch, wenn ihr Openings sehen wollt, und ja, über ein Abo würde ich mich sehr darüber freuen bei PAX United, weil ich habe jetzt noch nicht viele dort, und ja, ich habe ein Video bis jetzt hochgeladen. Und da, wo auf diesem Kanal bei PAX United, werde ich halt jeden zweiten Tag, denke ich, mal ein Video hochladen. Oder jeden dritten Tag, ich weiß noch nicht richtig. Aber ja, mein erstes Video da, habe ich einen Double Trouble gezogen, Leute. Und ein Game Changer in 5 Packs. Zieht euch das Video rein. Wie gesagt, PAX United, unten ist der Kanal-Link. Oder auch in der Abo-Box, hier rechts oben, wenn ihr auf meinen Kanal klickt. Oder unten, ich glaube jetzt ist unten, ist ja ein neues YouTube-Design. Schaut einfach mal vorbei bei PAX United. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Natürlich auch auf PAX Trader, den Kanal werde ich natürlich weiterführen mit meinen Upload-Plan. Let's Play, Tag danach, Opening, Let's Play, Opening und so weiter. Also, schaut mal bei beiden Kanälen rein. Und ja, kann ich auch sagen, dass ich bald auch einen reinen Gaming-Kanal erstellen werde, dass ich also 3 Kanäle habe. Ein PAX Trader, wo ich halt am meisten Videos mache, jeden Tag 1. Den Upload-Plan habe ich ja eben gesagt. Ja, wo ich halt Let's Plays mache und Let's Plays, Gameplays und Openings. Dann PAX United, wo ich nur Openings mache. Und dann meinen Gaming-Kanal, den weiß ich auch noch nicht, wie ich ihn nenne, wo nur Gameplays kommen und Let's Plays. Fangen wir an hier mit diesem Päckchen. Verteilungen, ganz kurz. Zack. Aufmachen hier. Erstes Päckchen. So, upsala, die Powercard habe ich vergessen nach hinten zu machen, oder umzudrehen. Haben wir James Milner, Utility Player von England. Ach, unsere erste Powercard natürlich hinten stellen. Dann Ron Flaar von den Niederlanden. Sakai von Japan. Quack Tewi von Korea. Federico Fernandes von Argentinien. Und Jen Makun von Kamerun. Jen Makun von Kamerun. LOL. Makun, Kamerun. Zweites Päckchen, Messi. Vorne drauf. Würde mich sehr drüber freuen, über einen Topmaster oder sowas. Das wäre jetzt richtig genial. Nani haben wir hier. Den habe ich in meinem aktuellen Ultimate-Team, also könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe mal wieder ein neues Team erstellt. In der nächsten Let's Play-Folge werde ich mit diesem Team, denke ich mal, spielen. Portugal. Menu spielt ja. Die momentan nicht so gut dastehen, meiner Meinung nach. Sami Nasri von Frankreich, der Man City vertretet. Robbie Kruse von Australien. Arthur Boka, der hat, glaube ich, mal bei Stuttgart gespielt. Und Taylor von Algerien. Und unsere Powerkarte ist ein Mittelfeldspieler, nämlich Andres Iniesta, Starspieler. Ich nehme mal kurz ein Stück aus der Wasserflasche. Sorry dafür, aber ich muss eben mal was trinken. So, drittes Päckchen. Und diesmal haben wir hier eine bessere Powerkarte, glaube ich. Und ja, dann kann ich auch schon andeuten, auf PAX United wird meine neue Serie folgen. Let's Collect von diesen Karten, von dieser Kartenserie. Und hier auf PAX Trader werden halt nur Mappen-Update-Parts kommen. Und auf PAX United halt richtige Let's Collect-Folgen. Ja. Dann haben wir hier Jasper Kielessen von Niederlande. Oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, sorry. Dann haben wir Patrice Evra von Menu, Linksverteidiger, Franzose. Peter Fernandes. Nochmal Makun. Und Marcelo, der Linksverteidiger von Real Madrid, ein Brasilianer. Unsere Powerkarte ist ein Verteidiger. Nämlich Johan Giroud habe ich noch nicht von Hamburg.
Also ich finde Hamburger nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich gut. Hatte immer früher Spaß. Ich hatte mal ein Hamburg-Team gehabt. Ja, ein Defensive Work, Giroud, ein Schweizer. Und Hamburg, ich hoffe mal, dass sie sich verbessern mit Mirko Slomka. Gegen Dortmund haben sie ja schon gewonnen. Dieses Wochenende, glaube ich, gegen Bremen. Ja, mal schauen, wie es da wird. Viertes Päckchen. Wieder ein Verteidiger, die Powerkarte. Wir haben hier Steve von Bergen von der Schweiz. Upsala. Fata Boudaouda von Ghana. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Sami Khedira. Serdar Salihovic von Bosnien. Und Jordi Alba von Spanien. Das Trikot haben sie irgendwie so gemacht. Dieses Teil hier. Das sieht so aus, ob irgendwie eine Medaille da drin hängt. Meiner Meinung nach immer. Ja, unsere Powerkarte ist Nicolas N'Koudou, den habe ich auch noch nicht. Defensive Walk. Sehr schön, ich glaube, der spielt bei Marseille in der Ligue 1. Das ist unser letztes Päckchen. Ich hoffe mal natürlich. Top Master. Double Trouble wäre noch genialer. Ich glaube, es ist aber ein Defensive Walk. Dann haben wir Roger Espinosa von Honduras. Stephen Bergen, Leighton Baines von Everton, Linksverteidiger, Banega von Argentinien und Eugenio Mena von Chile. Unsere Powerkarte ist Hugo Campagnaro. Also diese Karte habe ich jetzt schon 4 oder 5 Mal. Defensive Work steht zum Tausch. Mein neues Tauschvideo, was ich, denke ich mal, nächste Woche oder kommende Woche hochladen werde ich auf beiden Kanälen hochladen, bei PAX United und bei PAX Trader, nicht wundern. Sonst lade ich nicht gleiche Videos hoch. Das ist nun mal eine Ausnahme, weil es ein Tauschvideo ist. Unser Pull war eigentlich recht in Ordnung. Jetzt nichts Außergewöhnliches. James Milner, Utility Player, Starspieler Iniesta, Giroud, Defensive Work, Campagnaro, Defensive Work und N'Golo, Defensive Work. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte den Daumen nach oben. Und schaut mal bei meinem zweiten Kanal vorbei, einen reinen Opening-Kanal. Was ist mit der Kamera los? Die wackelt. Jo, denn, upsala, sorry. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer PaxTrader. Ciao.